Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute ist Samstag, es ist 7:15. Es ist sehr zeitig. Ich werde euch aber durch das Wochenende mitnehmen, denn ich habe ein bisschen was vor. Also jetzt geht es erstmal mit dem Auto in die Werkstatt, dann einkaufen und dann geht es nachher nach Berlin. Ich habe nämlich um 13 Uhr einen Termin. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe alles geschminkt, außer meine Augenbrauen, denn darum wird sich heute endlich gekümmert. Das fällt jetzt wahrscheinlich über die Kamera gar nicht auf. Ich habe vor, glaube ich, 3 Jahren mal ein Video gedreht, dass ich sehr unzufrieden damit bin. Ich weiß nicht, sieht man es? Also das tatsächlich nehmen sich, also so, glaube ich, ist das die bessere Augenbraue, aber tatsächlich nehmen sie sich beide nicht sonderlich viel. Ich habe ja so ein altes Mikroblading drunter und gefühlt schreibt jeder zweite unter dieses Video, ich packe euch das mal hier oben rein, wie toll doch meine Augenbrauen sind, sind sie tatsächlich nicht. Ich schminke sie bloß immer oder ich färbe sie. Und das habe ich tatsächlich beides jetzt nicht gemacht. Das hier sind meine natürlichen Haare, das sieht man, glaube ich. Und hier vorne fängt das Mikroblading an, allerdings viel zu dick, viel zu weit oben. Und das Schlimmste ist, dass es so wahnsinnig grau unterlaufen ist. Und seit Jahren kriege ich bei den unterschiedlichsten Leuten Kosmetik, Friseur oder irgendwo, wo ich halt ungeschminkt hingehe, immer diesen Hinweis, dein Mikroblading oder dein Augenbrauen-Tattoo, was auch immer. Sieht ja fürchterlich aus. Das nur mal so by the way. Ich möchte aber, dass da jetzt jemand mal drüber guckt und habe heute einen Termin dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier vorne mit Camouflage irgendwie arbeiten müsste, weil das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Und der Rest so ein bisschen ausgeglichen wird. Ich mag Augenbrauen. Ich mag auch, wenn das ein bisschen dominanter ist, aber es muss natürlich auch alles so all in all zu meinem Gesicht passen und ich hasse es nicht, ich hasse nichts mehr als dieses Augenbrauen nachzeichnen. Jedes Mal im Sommer, im Winter und vor allen Dingen im Sommer, wenn man schwitzt, ich würde am liebsten Augenbrauen haben, Wimpern-Extensions und fertig und dann hat sich das erledigt. Also ich bin so froh darüber, dass sich da heute jemand das mal anguckt. Ich gehe zu Sevi, das packe ich euch unten in die Infobox, in Berlin. Auch das unten an der Infobox. Ich habe mir ihre Arbeiten angeguckt und sie macht das schon seit über 15 Jahren und ich freue mich total darauf, dass endlich jemand mal guckt. Hier ist es tatsächlich nicht ganz so schlimm. Hier habe ich nämlich auch ein bisschen mehr Härchen. Aber hier vorne, wenn man sieht, diese Form fängt irgendwie ganz komisch an und es hieß ja eigentlich, es hält tatsächlich nur 2 Jahre. Bei mir irgendwie nicht. Aber es musste auch wahnsinnig oft nachgestochen werden, weil ich so eine fettige Haut habe und die Farbe immer wieder rausgebrochen ist. Naja, wie auch immer. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Das war ein langes Intro. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag mit mir und dann würde ich sagen, los geht's. Sag mal, hast du denn nicht so eine Halterung dafür gekauft? Ja, ist. Ja. Und wo ist die? Oben, aber die ist, da sind die Füße abgebrochen. Also ich habe die aus Versehen durchgebrochen. Also nicht kaputt. Schatz, die kann man noch benutzen. Ah ja, zum Hinstellen vielleicht. Man kann die Füße auch noch so einknicken. Naja, wie auch immer. Einen wunderschönen guten Morgen 2.0. Ich habe ja gerade schon in die Kamera gesprochen. Allerdings hat mir Sevi gerade eine Nachricht geschrieben, sie ist krank. Was auch nicht schlimm ist. Ihr habt jetzt trotzdem den Teil mit den Augenbrauen drin, weil früher oder später lasse ich es trotzdem machen. Aber Vorteil ist, Schatz, sie hat den ganzen Tag mich jetzt an der Backe. Und eigentlich habe ich ja tatsächlich gehofft, also in Anführungsstrichen gehofft, dass ich mich heute, ich muss mal kurz die Kamera runter machen, ein wenig vor der Gartenarbeit drücken kann, weil wir wollen nämlich anfangen, die Bewässerungsanlage zu verlegen. Also das wird wahrscheinlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen, weil wir ja in der Woche auch nicht so sonderlich viel schaffen, sondern mehr am Wochenende. Und Schatzi wollte damit heute anfangen und ich dachte, ich bin eh nicht da und muss nicht mithelfen, das hört sich auch richtig assi an. Ja. Aber ich habe, also wovor es mich am meisten grault, ist dieser Rasenmäherroboter. Wir haben den ungelogen schon bestimmt 3-mal neu verlegt und diesen Graben ausgehoben. Doch, das ist mega anstrengend. Wir haben doch jetzt dieses Gerät. Ich zeige euch das, aber egal, all in all, ich nehme euch trotzdem durchs Wochenende mit. Dann machen wir das halt so, ne? Also super viele haben auf Instagram abgestimmt, dass euch das interessiert, wie wir das machen mit der Bewässerungsanlage. Okay. Doch,
Und das machen wir. Ich bin handwerklich nicht so gar. Aber wir haben alle Informationen vom Schwiegervater bekommen und der ist so mit Bewässerungsanlagen. Also ich zeige euch das nachher auch alles. Wir machen daraus trotzdem einen coolen Vlog, dachte ich mir. Und vor allen Dingen, ich habe mir um 7 Uhr habe ich mir Wimpern geklebt und das erste, was Schatzi sagt, tja, das Leben eines Influencers. Naja, die ziehe ich nachher dann einfach wieder runter und dann. Ja. Aber ich finde, ich habe ein schönes Outfit an. Ein Body und eine so eine Mom-Jeans. Also sehr entspannt. Na gut, viel Spaß. So, Schatzi und ich, wir haben das Auto jetzt bei ATU abgegeben und holen es tatsächlich jetzt schon wieder ab. Ich habe mir übrigens heute Morgen mal dieses J-Food mitgenommen, weil ich es nicht mehr geschafft habe, richtig. Y-Food heißt es? Achso, Y-Food mitgenommen, weil ich es nicht mehr geschafft habe, richtig zu frühstücken. Und ich habe die Geschmacksrichtung Creamy Cookie. Und ich muss sagen, es schmeckt ganz gut, aber so ein ganzes Ding schaffe ich tatsächlich nicht. Das ist mir viel zu viel. Ich bin irgendwie schon gesättigt und das reicht mir tatsächlich aus. So, jetzt holen wir das Auto wieder ab. Dann fahren wir kurz nach Hause, laden die alten Reifen aus und holen unser Einkaufskörbchen. Und dann fahren wir einkaufen. Baumarkt 2.0. Wir haben jetzt die restlichen Sachen gekauft für unser Vorhaben im Garten. Und 116 Steine. Zeige ich euch. Wir sind gerade aber auch ein bisschen überfordert, weil wir nicht wissen, wo wir die Steine abholen müssen. Und ich habe so Hunger. Ich habe zwar das gegessen, getrunken, aber ich habe jetzt so Hunger. Ich kriege schon richtig schlechte Laune. Kennt ihr das? Und rechts, links, hinten. Gefährt, sonst fliegt der nachher weg. Also hier ist falsch. Das ist jetzt tatsächlich meine Aufgabe. Ich werde jetzt die ganzen Steine rausbringen. Die brauchen wir nachher alle, also nicht heute, für die Abgrenzung. Zeige ich euch alles und dann wollte ich mich mal um den Teich kümmern, den ich bestellt habe. Ich habe nämlich so einen Hochteich gekauft. Den Schlüssel können wir hier hinlegen. Ich hole mir jetzt nämlich ein paar Handschuhe und dann würde ich sagen, geht's los. Das sind 116 Steine. Tatsächlich glaube ich, dass hier der Teich drin ist. Dann habe ich drin noch die Pumpe. Die wollte ich dann noch. Also ich wollte da auf jeden Fall mal reingucken. Und hier ist noch der ganze Kram drin, den wir jetzt gekauft haben. Und hier liegt, weiß nicht, seht ihr es, der Schlauch, um der auslegen muss, sozusagen. Und hey, du bist ja auch draußen. Ich werde jetzt hier rangehen, meine Arbeitshandschuhe rausholen und dann starten. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte euch mal ein kleines Update von gestern zeigen. Das sind die ganzen Steine, die wir gestern gekauft haben. Die haben wir jetzt erstmal hier hingelegt. Hier ist der Schlauch für die Bewässerungsanlage. Ja, okay. Den hat Schatzi jetzt erstmal ausgelegt und mit Steinen befestigt. Und der ist 50 Meter lang, also muss einmal vor und einmal wieder zurück. Und hier haben wir jetzt gestern die ganze Erde rausgeholt. Hier haben wir die Erde rausgeholt, weil hier sind überall die Steine hin. Und hier hinten kommen ja dann irgendwann nochmal Tannen hin. Hier sollen die Steine hin, weil es einfach mühselig ist, das jedes Mal mit der Schere irgendwie zu schneiden, weil der Rasenmäherroboter ja nicht bis hier vorne rankommt. Hier kommt dann die Schnur vom Rasenmäher, also hier hinten nicht, aber hier kommt die Schnur vom Rasenmäherroboter lang und dann kommen auch da Steine hin. Ah, Schatzi hat es hier schon noch, du hast es nochmal abgesteckt, oder? Ah, super, klasse. Das ist auf jeden Fall der Plan. Für heute ist eigentlich der Plan, dass wir die ganze Reihe hier einmal bis hinten durchziehen. Also wir haben ja bis hier sind wir gestern gekommen und bis da hinten müssen wir quasi noch. Ja, das ist der Plan für heute. Und ihr seid ja auch schon wieder draußen fleißig. Hier sieht's aus wild.
So, jetzt melde ich mich einmal mit Gesicht und vernünftig und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir haben draußen soweit erstmal die erste Lade fertig. Also wir haben einmal den kompletten Strang durchgezogen für die Kabellage. Um den Pool sind wir. Nur hinten, wo nochmal Hecken hin sollen, da müssen wir nochmal. Das machen wir aber nachher, nach der Mittagsruhe. Ich habe jetzt 3 Maschinenwäsche schon gewaschen. Die dritte läuft oben gerade. Die Spülmaschine läuft. Ich muss einen Haufen Wäsche nachher einsortieren. Ich bin also gerade am Wuseln. Und ich muss euch was richtig Cooles zeigen. Das passt jetzt nämlich perfekt in den Vlog. Wartet mal, oben dreht die Waschmaschine durch. Die mache ich tatsächlich gleich mal aus. Ich muss euch nämlich wirklich was richtig Cooles zeigen. Ich habe das extra gestern nicht gemacht. Ich muss euch jetzt eine Sache zeigen. Und zwar die Investition schlechthin. Und zwar habe ich jetzt einen Wischstaubsauger. Ich hoffe, es heißt so. Und zwar von Redkey. Ich habe ja von derselben Firma schon den Staubsauger. Und den fand ich ja schon cool. Und jetzt habe ich einen Staubsauger, der wischt, staubsaugt oder gleichzeitig das macht. Und ich habe hier extra im Badezimmer nicht gestaubsaugt und nicht gewischt. Und ich mache es ja sonst immer, dass ich immer sauge, dann wische. Und jetzt kann ich alles in einem Abwasch quasi machen. Ich zeige euch das mal. Das könnte jetzt quasi wie eine QVC-Werbung rüberkommen. Aber ich weiß ja, dass wir ungefähr alle im gleichen Alter sind und deswegen ist es einfach cool. Und zwar hier oben, ich drehe euch mal um. Hier oben sind 2 Knöpfe. Einmal zum Anmachen und hier kann man bestätigen, dass man die Wischfunktion anhaben möchte. Was ich cool finde, ist, der ist super leicht und gerade so bei uns, wir haben ja mehrere Etagen, ist das natürlich schwierig. Deswegen habe ich auch ganz am Anfang einen Staubsauger gekauft, der keinen Kabel hat. Und wenn der natürlich so schwer ist, dann ist das natürlich auch nochmal so eine Sache für sich. Unten sind Rollen dran, das heißt, ich könnte rein theoretisch ihn einfach so durchrollen oder ihn hinter mir hinterherziehen. In dem Set, was ich habe, sind 3 verschiedene Bürstenaufsätze dabei. Ich habe die dann auch immer abgemacht und lasse sie trocknen. Und es gibt, das zeige ich euch gleich mal vorab, 2 Wassertanks. Einmal einen mit dem sauberen Wasser und einmal mit dem schmutzigen Wasser. Und wenn ihr dieses Ding benutzt, also wenn ihr diesen Wischer benutzt, sage ich jetzt einfach mal, ihr werdet sehen, wie krank leicht der ist. Der zieht einfach so quasi vor sich hin. Also ihr müsst ihn nicht mal richtig betätigen, der zieht von alleine. Ich werde euch jetzt mal hier unten abstellen. Also warte mal, ich zeige euch das mal vorher. Ich habe extra das Katzenstreu liegen lassen. Und hier. Was ich auch gleichzeitig mache, ich gehe auch gleichzeitig immer über die Teppiche rüber. So, ich werde euch mal hier abstellen. Ich hoffe, es funktioniert so. Und dann probieren wir das mal. Ich drücke jetzt. Hier ist jetzt die. Jetzt ist nur saugen. Und jetzt wäre mit Wischen. Ich mache mit Wischen. So, und jetzt habe ich einmal in einem Abwasch quasi gewischt und gesaugt. Ich liebe das. Vor allen Dingen für die Badezimmerabteilung. Fürs Badezimmer ist das mega. Ich gehe damit auch über die Treppen, weil das super easy ist im Handling und weil der einfach gefühlt zieht der einfach von selbst. Aber jetzt will ich euch das nochmal zeigen mit dem sauberen und dreckigen Wasser. Dazu gehen wir einfach mal an die Station. Tatsächlich, das ist die Station. Tatsächlich dachte ich am Anfang, dass man das Ladekabel direkt an den Staubsauger, sage ich mal, anschließen muss. Aber nein, man steckt ihn in die Station und dann. Ja, sagt er euch eigentlich alles, was ihr machen müsst. Also wie gesagt, hier oben ist das saubere Wasser drin, hier ist das schmutzige Wasser drin. Das nehmen wir jetzt. Ja, das nehmen wir jetzt mal raus. Und ich habe ja jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht. Das Einzige, was da unten jetzt drin ist, ist Katzenstreu. Das heißt, ich werde das einmal entleeren. Leer, kommt wieder rein. Und dann drücken wir hier oben auf Self-Clean.
dirty water tank. Ja. Okay, also jetzt hat er sich selbst gereinigt. Quasi mit dem sauberen Wasser und dem Wassertank und die Bürste unten wird ebenfalls gereinigt und dazu klickt man hier oben einfach nur auf den Self-Clean-Knopf. Jetzt ist hier quasi... Dirty water tank removed. Genau, das schütten wir jetzt aus. Das ist quasi der dreckige Überschuss. Sehr schön. Und was ich dann immer mache, aber das sagt er euch tatsächlich auch... Genau, also wir machen jetzt hier unten noch die Bürste raus und dann lasse ich die Bürste einfach hier so ein bisschen trocknen und setze in der Zeit die ein, die schon getrocknet ist. Ja, und damit fahre ich einmal durchs ganze Haus, also ich fahre über die Teppiche und über die Böden ganz normal. Ich finde das super. Ich benutze eigentlich gar nicht mehr den Handstaubsauger oder den Staubsauger, der da hinten ist, weil es natürlich viel einfacher und unkomplizierter ist, einfach dieses Ding hier zu benutzen. Ich liebe das. Also ich finde das wirklich überragend. Und jetzt lädt der hier oben. Kann man auch sehr schön erkennen. Super. Also, absolute Empfehlung, kann ich euch nur sagen. Letzt und dann verabschiede ich mich aus diesem ersten Vlog. Das wird wahrscheinlich noch ewig lange soweit, also nicht ewig lange, aber es wird wahrscheinlich ein paar Teile mehr geben. Ach so, nein, ich zeige euch nachher noch, was wir gemacht haben. Tatsächlich sieht es für Außenstehende gar nicht so viel aus, aber ich will euch das auf jeden Fall noch mal kurz zeigen. Aber jetzt gibt es erstmal den kleinen Haul, denn... Die letzten Klamotten habe ich tatsächlich schon abgedreht. Das Video gibt es dann demnächst. Deswegen packen wir jetzt ein paar Klamotten rein. Und zwar zuallererst habe ich mir bei Shein so eine Bauchweg-Schlüppi bestellt. Allerdings finde ich die tatsächlich gar nicht so gut. Aber das war jetzt erstmal der erste Eindruck. Das ist die in so einer String-Variante. Ist auch ziemlich hoch geschnitten, aber mich hat sie ziemlich eingeengt. Dadurch wirkte es leider nicht so schön in der jeweiligen Klamotte. Dann habe ich mir einen Schlafanzug bestellt. Und zwar in dieser Ausführung. Ich verlinke euch die Sachen unten in der Infobox. Das wäre das Unterteil in so einer Herzchenvariante und mit langer Hose. Und das ist das Oberteil. Dann können die Sachen nämlich jetzt gleich... in die Wäsche. Das wäre das Oberteil. Dann habe ich mir ein Kleid bestellt, das ist so eine Kracherfarbe. Und zwar schaut das Kleid so aus. Das habe ich euch auf Instagram schon gezeigt. Ist wie eine zweite Haut, aber tatsächlich würde ich mir noch mal gerne in einer anderen Farbe das Kleid bestellen. Ich bin schon ziemlich gebräunt für meine Verhältnisse, aber das macht noch mal so eine richtig Kracherbräune. Und ich glaube an alle, die in den Urlaub fliegen oder fahren, das ist so ein Kleid, das braucht ihr unbedingt. Das hat hier hinten auch so einen Schlitz. Und dann habe ich mir diesen Zweiteiler bestellt, bestehend aus einem Rock. Das ist der Rock in so einem richtig schönen Blau. Das wurde mir tatsächlich auf der Startseite so angezeigt. Deswegen habe ich es bestellt. Und mit einem langen Oberteil, also langärmeligen Oberteil, cropped, geschnitten. Das schaut so aus. Richtig schön. Ich blende es euch mal ein. Ich habe es auf Instagram schon angehabt. Habe ich Bodies bestellt. Da gab es so ein Dreier-Set. Das wäre Body Nummer 1. Der ist so geschnitten. Dann Body Nummer 2. Der schaut so aus. Dann habe ich zwei Hausanzüge bestellt. Und zwar einen, das ist ein Zweiteiler. Den habe ich auf Instagram auch schon angehabt. Den blende ich euch hier mal ein. Mit dieser Hose. Einem Spaghetti-Träger-Oberteil, was so ein bisschen cropped geschnitten ist, aber mega schön. Und da passend dazu gab es eine Jacke. Und das finde ich echt cool. Also das finde ich echt
richtig schön. Ich mag das Material und den Stoff auch. Und dann habe ich noch einen zweiten. Das ist der, auch mit einer Schillimilli-Hose quasi. Und einem Oberteil, welches quasi normales Crop-Oberteil ist. Das schaut so aus. Ist ein bisschen heller vom Stoff her. Und dann habe ich ein zweiteiliges Set, wo ich das Oberteil schon anhatte. Das ist jetzt auch unten auf der Wäscheleine. Das ist wie gesagt mit einem Rock in so einem Khaki-Ton und mit einem Pullover. Das blende ich euch mal hier ein. Dann können die ganzen Sachen jetzt auf jeden Fall erstmal in die Wäsche. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Heute ist Montag. Also gestern habe ich gar nicht mehr so viel gefilmt. Ich will euch aber kurz noch, bevor ich das Video beende, ein kleines Update zeigen, wie der Garten jetzt aussieht. Also gestern haben wir tatsächlich nicht mehr so viel gemacht. Ich werde euch aber immer mal wieder ein bisschen mitnehmen, denn allein dieses Projekt Garten ist sehr, sehr umfangreich. Es wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Es sind super viele Sachen geplant. Also der Zaun hinten wird wieder aufgestellt. Es kommt ein Pavillon über den Pool. Die Bewässerungsanlage. Es werden noch ein paar Tannen gesetzt. Rasenkantensteine und sowas alles. Ich glaube, dass es all in all eigentlich ganz interessant sein könnte, aber auch so für uns, also Benjamin und ich, wir gucken super gerne einfach alte Vlogs, um so diese Entwicklung zu sehen. Deswegen nehme ich auch gerne mal die Kamera in den Urlaub mit. Auf jeden Fall will ich euch jetzt zeigen, was gestern noch passiert ist oder wie es jetzt Stand der Dinge aussieht. Wir haben gar nicht mehr so viel gestern gemacht. Wir haben lediglich, ich weiß nicht, wie viel ich draußen reden kann, weil ich nicht weiß, ob jemand draußen sitzt. Wir haben lediglich die ganze Fläche einmal entwurzelt, sozusagen. Die ganze Erde ist weg, da wo die Schläuche rein müssen. Die ganze Erde haben wir abgetragen und weggefahren zum Kompostieren. Weil wir ja selber keinen Kompost haben, mussten wir die ganze Erde wegfahren. Und das waren tatsächlich 4 Touren, die wir immer gefahren sind, hinher, hinher. Das allein hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dann habe ich die Tannen beschnitten. Also ich habe die ganzen Gräser, also das ganze Gras da weggeschnitten. Und dann kam meine Mama und wir haben einfach einen Entspannen gemacht. Tatsächlich konnten wir gestern ja auch an einem Sonntag nicht mehr allzu viel machen. Aber ich würde sagen, ich ziehe mir mal ein paar Schuhe an und dann gehen wir raus, weil es ist Montag und ich muss auch irgendwann zur Arbeit. Also ein bisschen Zeit ist noch, aber nicht mehr allzu viel. Wir gehen mal raus. Wir haben angefangen, den Schlauch auszurollen und zu befestigen, dass er einfach gerade liegt, weil so gerollt konnten wir oder können wir den ja natürlich nicht verlegen. So, hier habe ich die Rasenkanten geschnitten. Und hier ist quasi das alles, was wir ausgebuddelt haben. Tatsächlich ist es so, dass wir einmal um den Pool herumgehen. Also auch diese Rasenfläche kommt einmal komplett weg. Auch hinter dem Sonnenei kommt die Rasenfläche weg, weil hier hinten wollen wir nämlich Tannen aufstellen. Das müssen wir noch wegfahren. Fragt bitte nicht. Also hier muss alles noch weg, hier muss alles noch weg. Dann kommt das Sonnenei ein Stückchen nach vorne, weil mich stört das nämlich, dass das nicht bündig ist mit dem Pool. Ich möchte das gerne auf einer Höhe haben. Und gerade wenn das Pavillon dann noch drüber steht, dann sieht das irgendwie doof aus. So. Einmal wieder auf Anfang. Also sagen wir es so, wie es ist, es ist noch sehr viel Arbeit. Und ja, jeder wird jetzt sagen, warum habt ihr nicht gleich eine Bewässerungsanlage gemacht? So eine Bewässerungsanlage ist wahnsinnig teuer. Deswegen haben wir erstmal angefangen und normal mit einem Rasensprenger gewässert. Und diese Bewässerungsanlage ist natürlich auch Luxus. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt mal der Stand der Dinge. Wir werden also die Tage hinten das noch ausgraben. Am Pool, am Sonnenei und dann geht's los. Dann kommt Vlies rein, dann muss Kies oder Sand, damit die Steine gerade sind, dann müssen die Schläuche da rein. Also es wird noch ein bisschen Arbeit werden. Auf jeden Fall werde ich jetzt diesen Vlog beenden. Ich glaube, er ist schon wahnsinnig lang geworden. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und dann hoffe ich, dass dieses Video bei euch gut ankommt und dann sehen wir uns im nächsten. Für dich gedrückt, eure Sandra. Tschüssi!